Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse consacrée à la votation du 27 septembre sur l'initiative de limitation. Pour vous en parler aujourd'hui, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, chef du département fédéral de justice et police, le conseiller national Pierre-Yves Maillard, qui est président de l'Union syndicale suisse, Hans-Ulrich Bigler, directeur de l'Union suisse des arts et métiers, Valentin Vogt, président de l'Union patronale suisse, et Adrian Wüttrich, président de Travail Suisse. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, vielen herzlichen Dank. Guten Morgen, geschätzte Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie heute Zeit gefunden haben für unser Thema. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Eigentlich hätten wir, das wissen Sie, im Mai über die Begrenzungsinitiative abstimmen sollen und wegen der Corona-Pandemie musste die Abstimmung bekanntlich verschoben werden. Und dass wir im September jetzt wie gewohnt wieder Volksabstimmungen haben, das freut mich sehr. Und es freut mich auch, dass die epidemiologische Lage es auch erlaubt hat, vor einer Woche die Grenzen mit der EU-EFTA wieder vollständig zu öffnen und damit auch die Personenfreizügigkeit mit den EU- und EFTA-Staaten wiederherzustellen. Das ist ein wichtiger Schritt für unsere persönliche Freiheit, für unsere Volkswirtschaft und damit für unseren Wohlstand und unsere Arbeitsplätze in diesem Land. Es ist ein wichtiger Beitrag zum wirtschaftlichen Neustart nach der Krise. Ich werde heute von den Sozialpartnern begleitet. Eine funktionierende Sozialpartnerschaft ist ein zentraler Faktor für die Stabilität unserer Wirtschaft. Und die Sozialpartner sind auch entscheidend in der Begleitung der Personenfreizügigkeit. Wenn wir die bilateralen Verträge und die stabilen Beziehungen zu unseren Nachbarn aufs Spiel setzen, riskieren wir sehr viel. Genau das will aber die Initiative für eine maßvolle Zuwanderung. Und angesichts erheblichen Unsicherheiten als Folge der Corona-Krise ist es jetzt aber nicht die Zeit für politische Experimente. Es wäre auch ohne Corona-Krise nicht die Zeit für politische Experimente, aber die Situation hat sich etwas verschärft und es kann nicht angehen, dass unser Wohlstand gerade jetzt in Frage gestellt wird. La pandemia ci ha anche ricordato quanto siano importanti i lavoratori UE per alcuni settori. Nel solo Ticino oltre 4.000 frontalieri italiani lavorano nel ramo sociosanitario. La Svizzera occidentale e Regione di Basilea occupano oltre 20.000 operatori sociosanitari provenienti dalla Francia. E anche l'agricoltura ha capito di non poter rinunciare al lavoro stagionale. Die Begrenzungsinitiative, über die wir im September abstimmen, verlangt das Ende dieser Personenfreizügigkeit. Die Initianten behaupten, dass unsere inländischen Fachkräfte zugunsten von europäischen Arbeitnehmern verdrängt werden, weil diese bereit seien, für niedrigere Löhne und schlechtere Arbeitsbedingungen zu arbeiten. Der Bundesrat, meine Damen und Herren, will nur so viel Zuwanderung wie nötig. Die Personenfreizügigkeit soll eben jene Zuwanderung unbürokratisch ermöglichen, die nötig ist, mehr nicht. Und weil es im Zusammenhang mit der Freizügigkeit gewisse Risiken gibt, hat der Bundesrat von Anfang an flankierende Maßnahmen ergriffen, um Dumping bei den Löhnen und bei den Arbeitsbedingungen zu verhindern. Heute wissen wir aus Studien, dass inländische Arbeitskräfte seit Einführung der Freizügigkeit vor 18 Jahren kaum durch EU-Arbeitskräfte verdrängt wurden und werden. Das zeigt, dass die flankierenden Maßnahmen wirken und es zeigt auch, dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung wahrnehmen. Nicht nur der Bundesrat, sondern auch die hier anwesenden Sozialpartner haben darüber hinaus viel unternommen, um sicherzustellen, dass die inländischen Arbeitskräfte wettbewerbsfähig bleiben. Ich erwähne hier die Stellenmeldepflicht in Berufsarten mit hoher Arbeitslosigkeit. Von der Stellensuchende in der Schweiz profitieren und das Maßnahmenpaket, das der Bundesrat vor einem Jahr
gestützt auf einen Vorschlag der hier anwesenden Sozialpartner zugunsten der inländischen Arbeitskräfte verabschiedet hat. Es enthält 7 Maßnahmen zur Förderung der Weiterbildung oder auch Coachings. Diese Maßnahmen richten sich speziell an Personen über 50 Jahren. Sie sollen gezielt gestärkt werden, damit sie im Arbeitsmarkt bleiben können. Und für ausgesteuerte Arbeitslose kurz vor der Pensionierung hat nach dem Bundesrat jetzt auch das Parlament die Überbrückungsleistung beschlossen. Nun geht es bei der Abstimmung am 27. September aber nicht nur um die Personenfreizügigkeit. Als Teil der bilateralen 1 ist das Freizügigkeitsabkommen eng mit 6 weiteren für die Wirtschaft zentrale Abkommen verknüpft. Es geht daher im September auch um die grundsätzliche Frage, ob wir den bewährten bilateralen Weg aufs Spiel setzen wollen oder nicht. Wir sind als Land mitten in Europa nicht nur kulturell mit den EU-Mitgliedstaaten eng verbunden, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Die EU ist mit Abstand unsere wichtigste Handelspartnerin. So sind allein die Exporte der Schweiz nach Baden-Württemberg um ein Drittel größer als unsere Exporte nach China insgesamt. Les accords bilatéraux sont le chemin que la Suisse a choisi en toute indépendance pour régler ses relations avec son principal partenaire commercial. Nous avons taillé cette toit sur mesure. C'est aussi le choix du peuple suisse qui a décidé de ne pas adhérer à l'Union européenne ni participer à l'espace économique européen. Nous avons choisi de négocier des accords bilatéraux secteur par secteur pour bénéficier des relations stables sur lesquelles nos citoyens et nos entreprises, petites, moyennes et grandes, peuvent compter. Nous pouvons voyager librement et exporter la production de nos entreprises dans les 27 pays de l'Union européenne pratiquement sans obstacle. Die 7 Abkommen der Bilateralen sind die ersten bilateralen Abkommen, die die Schweiz nach dem Nein zum EWA ausgehandelt hat. Sie sind der Kern des bilateralen Weges und sie regeln im Wesentlichen den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Rechtlich sind diese Verträge mit der sogenannten Guillotine-Klausel miteinander verbunden. Das heißt, falls die Begrenzungsinitiative angenommen würde und die Schweiz das FZA kündigen müsste, würden alle Verträge der bilateralen 1 automatisch außer Kraft treten. Dieser Automatismus scheint mir wichtig zu sein, nachdem immer wieder gesagt wird, man könne dann verhandeln, aber der Vertrag sieht einen Automatismus vor für das Außerkrafttreten der bilateralen 1. Damit würde die Schweiz unter anderem Folgendes verlieren: das Recht der Schweizerinnen und Schweizer, ihren Wohnort und Arbeitsplatz innerhalb der EU frei zu wählen, die automatische Anerkennung der Konformität von Industrieprodukten, die den Schweizer Unternehmen viel Zeit und Geld spart, den Zugang unserer Unternehmen zu zusätzlichen Beschaffungsmärkten, die Möglichkeit, dass Schweizer Bauern ihre Erzeugnisse im EU-Raum frei verkaufen können, die Beteiligung an Forschungsprogrammen der EU, die Rechte, die den Schweizer Fluggesellschaften einfacheren Zugang zu gefragten Destinationen ermöglichen, und zuletzt noch das Abkommen, welches die Verlagerung des Transports auf die Schiene fördert und somit für weniger Lastwagen auf Schweizer Straßen sorgt. Es besteht darüber hinaus auch das Risiko, dass mit dem Wegfall der bilateralen 1 auch die Schengen- und Dublin-Assoziierungsabkommen in Frage gestellt wären. Das hätte weitere Folgen in erster Linie für die Sicherheit, das Asylwesen, aber auch für den Grenzverkehr und unsere Reisefreiheit. Man vergisst zuweilen, dass der Schengen-Vertrag explizit Bezug nimmt auf die Personenfreizügigkeit. Also das ist inhaltlich aneinander gekoppelt, nicht rechtlich, aber inhaltlich. Nun, meine Damen und Herren, auch wegen des bilateralen Weges war die Schweizer Volkswirtschaft vor der Corona-Krise hervorragend aufgestellt und die Arbeitslosigkeit tief. Nun haben wir ein gemeinsames Ziel. Die Wirtschaft soll sich so rasch wie möglich erholen können und so konkurrenzfähig werden wie vor der Krise. Es geht darum, unsere Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand zu sichern. Dazu brauchen die Unternehmen Stabilität und weiterhin einen möglichst hindernisfreien Zugang zum EU-Binnenmarkt.
Kurz, Sie brauchen eine Perspektive und sicher keine riskanten Experimente. Der Bundesrat, das wissen Sie, Sie waren oft anwesend an den Medienkonferenzen des Bundesrates, hat sich nach bestem Wissen und Gewissen bemüht und viel Energie und Kraft darin gesteckt, die Schweiz durch die Krise zu führen. Und wenn wir heute von Normalität sprechen, meinen wir oft die Lockerungen, die Gesetzeslockerungen, die auch heute wieder in Kraft treten, die Lockerungen im Alltag, das bezeichnen wir als Normalität. Aber Teil der Normalität ist es auch, dass der Bundesrat unser Land auch wirtschaftlich aus der Krise führt. Und das kann nur gelingen, wenn wir die Beziehungen zu unserem wichtigsten Handelspartner nicht aufs Spiel setzen. Und die Begrenzungsinitiative setzt eben den bilateralen Weg aufs Spiel. Bundesrat und Parlament empfehlen, die Initiative abzulehnen und die Sozialpartner lehnen sie ebenfalls ab. Deshalb sind sie heute hier vertreten. Ich danke Ihnen. Merci. La parole est à Monsieur Maillard. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je participe évidemment comme les partenaires sociaux à cette conférence de presse. Il y a environ une année, nous avons été invités par Madame la conseillère fédérale Keller-Souter à discuter des enjeux de cette votation importante autour de l'initiative de l'UDC, dite de limitation. Nous avons échangé sur les enjeux qui entourent cette initiative et sur les besoins de réforme qui pouvaient, au fond, être motivés par cette campagne. Nous avons chacun amené des idées, des propositions. Nous avons discuté, négocié. Nous avons de notre part proposé une protection sociale renforcée pour les travailleurs âgés qui n'ont pas de travail autour de la soixantaine. Et évidemment, l'ensemble des mesures qui ont été proposées ont ainsi pu donner des réponses concrètes aux difficultés que rencontre une partie de notre population sur le marché du travail. Je suis heureux aujourd'hui, et je crois qu'on l'est tous, d'avoir constaté que le Parlement a suivi les propositions que nous avons faites et que la stratégie que nous avons développée a été tenue, chacun a tenu parole, les engagements ont été respectés et nous pouvons aborder cette campagne dans de bonnes conditions en ayant apporté des solutions concrètes aux difficultés qu'une partie de la population peut rencontrer sur le marché du travail. Maintenant, il s'agit de faire un choix très important pour l'avenir du pays. C'est la question de notre relation avec l'Union européenne. L'initiative de l'UDC veut, au fond, abolir la libre circulation, c'est-à-dire mettre en cause les accords bilatéraux. Cette décision est non seulement dangereuse et risquée du point de vue économique, elle pose aussi toute une série d'autres difficultés sur la régulation du marché du travail. Et au fond, ce qui est très intéressant, c'est d'écouter les initiants. Les initiants nous disent, en réalité, l'économie, les employeurs pourront toujours engager autant de forces de travail de l'Union européenne que ceux dont ils ont besoin. Ils pourront toujours engager, je cite M. Blocher lui-même, « Die Zuwanderung soll sich jährlich nach den Bedürfnissen der Wirtschaft richten ». C'est Christophe Blocher qui s'exprime lui-même dans la NZZ en février 2020. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça change ? On n'a pas entendu dire que les entreprises aujourd'hui engagent des étrangers dont ils n'ont pas besoin, n'est-ce pas ? Donc si les entreprises doivent continuer à engager tous les étrangers dont ils ont besoin, on ne voit pas tellement la différence par rapport à la situation actuelle. C'est ce qui nous fait dire que probablement l'enjeu pour l'UDC n'est pas tellement la maîtrise de l'immigration, c'est autre chose. Et ça aussi, c'est très clair. Je fais une nouvelle citation, celle du communiqué de presse de l'UDC du 30 janvier 2018. Je cite « Die Personenfreizügigkeit muss neu verhandelt und, wenn das nicht möglich ist, abgeschafft werden. Darum hat die SVP auch die Begrenzungsinitiative lanciert. In der Folge müssen die flankierenden Maßnahmen abgeschafft werden. » Voilà le vrai but de cette initiative pour nous, les syndicats. C'est l'abolition des mesures d'accompagnement. C'est d'ailleurs une conséquence juridique d'une éventuelle dénonciation de l'accord de libre circulation. C'est également ce qu'a dit l'UDC dans sa conférence de presse du 30 janvier 2018. Le but, c'est d'affaiblir les mesures d'accompagnement, c'est de déréguler le marché du travail. C'est la raison pour laquelle, dans cette conférence de presse, l'UDC a également regretté le fait que désormais, nous avons à peu près 2 millions de personnes qui sont couvertes par une convention collective, alors qu'avant les accords bilatéraux, on avait à peine plus d'un million. Donc on a presque doublé le nombre de personnes couvertes par une convention collective, ce qui a notamment favorisé la situation pour les plus bas salaires,
Ça, pour nous, c'est une évolution réjouissante, mais pour les initiants, c'est justement ce qui fait problème et c'est ce sur quoi ils aimeraient revenir. C'est la raison pour laquelle, au fond, nous nous battrons vraiment avec beaucoup d'énergie contre cette initiative, parce que nous avons l'impression que les expériences que nous avons faites d'une meilleure régulation du marché du travail, de manière paritaire, par les conventions collectives, dans le sens de la tradition suisse, eh bien, ça a fait ses preuves. La Suisse a connu une belle évolution grâce à cette stratégie. Meine Damen und Herren, die Initiative, über die am 27. September abgestimmt wird, würde es schwieriger machen, wirtschaftlich und sozial aus der Krise herauszukommen. Sie würde den Druck auf die Löhne aller erhöhen und die bewährten Kontroll- und Schutzmechanismen schwächen. Sie würde wieder prekäre und unmenschliche Status einführen. Wir wollen die Regulierung des Arbeitsmarktes nicht schwächen, sondern sie stärken, indem wir weiterhin gute GAV unterzeichnen und sie für allgemein verbindlich erklären lassen. Und indem wir die Mechanismen zur Kontrolle von Löhnen und Arbeitsbedingungen stärken. In diese Richtung hat sich die Schweiz in den letzten Jahren entwickelt. Wie wir bereits im Februar angekündigt haben und aus den oben genannten Gründen werden sich die Gewerkschaften daher stark in diesem Kampf engagieren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Merci. Monsieur Bigler. Frau Bundesrätin, geschätzte Damen und Herren, lassen Sie mich mit ein paar Fakten beginnen. 99% aller Firmen sind KMU. Diese beschäftigen 2/3 aller Arbeitsplätze in diesem Lande und sie bilden 70% aller Lernenden aus, Tendenz steigend. In der Konsequenz ist der SGV der größte Sozialpartner auf Arbeitgeberseite mit entsprechender Anzahl Gesamtarbeitsverträge. Mehr noch, 46% der Angestellten sind Frauen. Der Frauenanteil in Leitungspositionen beträgt 32%, Tendenz steigend. Das Durchschnittsalter in KMU ist mit 45 Jahren höher als in Konzernen. Das heißt, 50 plus haben in den KMU Beschäftigungschancen. Und schließlich die Wertschöpfung der KMU beträgt 60% des Bruttoinlandproduktes und gemäß Bundesamt für Statistik sind KMU bis 50 Mitarbeitende die wachstumsstärkste Betriebsgruppe, stärker als Konzerne mit über 250 Mitarbeitenden. Und Sie sehen diese aufgrund dieser wenigen Fakten, dass die KMU für unsere Wirtschaft systemrelevant sind. Wenn nun mit der Kündigungsinitiative Arbeitsplätze vernichtet werden, dann wird das Fundament der Schweizer Wirtschaft angegriffen und beschädigt. Und das war letztlich auch der Grund, weshalb die Schweizerische Gewerbekammer, das Parlament des SGV, eine deutliche Nein-Parole beschlossen hat. Meine Damen und Herren, ohne europäischen Fachkräfte wäre in der Covid-Krise auch das Gesundheitssystem rasch an seine Grenzen gekommen. Der SGV hat schon vor der Krise, als wir im Februar die Kampagne eröffnet haben, mit einer Protagonistin, einer polnischen Pflegefachfrau, diese Zusammenhänge aufgezeigt. Wir wurden damals von der Presse hinterfragt. Heute zeigt sich, dass die Kampagne brandaktuell war. Und der Fachkräftemangel, der zeigt sich ja nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern das wissen wir auch aus Studien, zum Beispiel von Robert Walters aus einer Umfrage, dass sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch Konzerne in hohem Maße vom Mangel an qualifizierten Kandidaten für vakante oder neu geschaffene Stellen betroffen sind. 68% aller befragten Arbeitgeber sehen sich in ihrer Personalbeschaffung vom Fachkräftemangel beeinflusst. 50% beklagen das Defizit an regional verfügbaren Kandidaten. Sie mögen nun natürlich einwenden, dass sich mit der Covid-Krise die Situation völlig verändert hat. Das ist selbstverständlich für die nächsten Monate und vielleicht auch 1, 2, 3 Jahre der Fall. Nur gilt es daran zu erinnern, mit dieser Initiative werden Fakten für die nächsten 10, 20 Jahre in der Zusammenarbeit und im Zusammenwirken mit der EU geschaffen und es gilt, diese langfristige Perspektive beizubehalten und nicht aus den Augen zu verlieren.
Wir wissen auch aus Studien der Adecco-Gruppe, dass der Fachkräftemangel im Vergleich zu 2016 um 22% zugenommen hat. Das Fachkräftemangel-Ranking wird von Ingenieurberufen angeführt und von Technikberufen, zum Beispiel Klimatechniker. Und wir wissen, dass Indikatoren aus den ausgeschriebenen Stellen trotz Covid-Krise darauf hinweisen, dass diese Problematik nicht entschärft ist. Und sollte diese Unerwartete ändern, dann greift ab einer Quote von 5% die Stellenmeldepflicht, wenn es um die Anstellung von ausländischen Arbeitnehmenden geht. Es ist also eine Mehr- und Abstimmungskampfrhetorik, wenn behauptet wird, die Personenfreizügigkeit verhindere, dass die Arbeitslosenquote kleiner werde. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Findet ein Unternehmen, gerade ein kleines KMU, nicht einen Ersatz für eine wichtige Fachkraft, müssen Aufträge abgelehnt werden. Und das kann unter Umständen im Extremfall auch der Todesstoß für das Unternehmen werden. Es werden Arbeitsplätze vernichtet. Die Personenfreizügigkeit ist damit überlebenswichtig für den Fachkräftemarkt und damit für die KMU. Meine Damen und Herren, die Personenfreizügigkeit aufheben würde bedeuten, die Systemrelevanz der KMU in Frage zu stellen und damit den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz mutwillig zu beschädigen. Danke Ihnen. Merci, Monsieur Bigler. Monsieur Vogt, vous avez la parole. Ja, Frau Bundesrätin, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien, meine sehr geehrten Damen und Herren, gerne spreche ich zuerst einmal im Namen der Sozialpartner der Bundesrätin meinen Dank aus. Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit unter den Sozialpartnern nach schwierigen Jahren sich in den letzten 18 Monaten wieder deutlich verbessert hat. Am 27. September steht unser Land vor einer wichtigen Weichenstellung. Diese Entscheidung betrifft nicht allein die Europapolitik. Vordergründig entscheiden wir über die vertraglichen Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten und unserem mit Abstand wichtigsten Handelspartner der EU. Doch im Kern geht es eigentlich um drei Themen: um den geregelten wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz, um geregelte Verhältnisse auf dem inländischen Arbeitsmarkt und um persönliche Freiheiten, die wir heute alle längst als selbstverständlich erachten. Lassen Sie mich in den nächsten Minuten vor allem auf den ersten Punkt eingehen. Viele von Ihnen werden sich gut an die Mitte der 90er Jahre erinnern. Die Immobilienkrise und der gescheiterte EWR-Beitritt prägten diese Zeit. Die Schweiz steckte in einer hartnäckigen Rezession fest. Die Nettozuwanderung aus den europäischen Ländern war negativ. Diese Abwanderung verhalf aber niemandem mit Schweizer Pass zu einem neuen Arbeitsplatz. Im Gegenteil, 1997 wurden im Jahresdurchschnitt knapp 200.000 Arbeitslose registriert. Dieser Negativrekord ist seither nie mehr auch nur annähernd erreicht worden, trotz inzwischen deutlich gewachsener Bevölkerung. Unsere Wirtschaft kam erst wieder in Fahrt, als sich nach siebenjährigen Verhandlungen endlich abzeichnete, wie die Schweiz doch noch Teil des europäischen Binnenmarktes werden konnte, nämlich mit den bilateralen Verträgen. Vom enormen Schub, der daraufhin folgte, profitiert unser Land bis heute. Dessen ungeachtet versuchen die Initianten der Begrenzungsinitiative seit Jahren, die Relevanz der Bilateralen kleinzureden. Das ist einfach Humbug. Plusieurs études indépendantes commandées par la Confédération ces dernières années démontrent pourtant l'importance économique de ce groupe des accords, dont la valeur totale est estimée à quelques 64 milliards de francs par an. Es stimmt zwar, dass die Schweiz bereits seit 1972 über ein Freihandelsabkommen mit der EU verfügt. Dieses gewährt für gewisse Güter Zugang zum europäischen Markt, aber niemals eine umfassende Teilnahme, wie wir sie heute haben. Die immensen Vorteile der bilateralen Verträge illustriere ich Ihnen gerne an drei Beispielen. Unsere Expertfirmen profitieren gegenwärtig enorm davon, dass Schweizer Standards, Prüf- und Zertifizierungsverfahren auch in der EU akzeptiert werden. Das bilaterale Abkommen über den Ausbau technischer Handelshemmnisse deckt 20 Produktbereiche ab, die 2/3 des Warenhandels zwischen der Schweiz und der EU ausmachen.
Das Landwirtschaftsabkommen ist ein riesiger Erfolg. Die Schweiz exportierte im vergangenen Jahr insgesamt fast 40% mehr Käse als vor Inkrafttreten der Bilateralen. Also auch die Bauern, die Landwirtschaft hat davon profitiert. Was leider oft unterschlagen wird, vom bilateralen Forschungsabkommen profitieren die Wirtschaft und insbesondere auch viele KMU ganz direkt. Wir sind zwar ein Innovationsland der Spitzenklasse, doch nicht jedes mittlere Unternehmen kann sich eine grosse Forschungsabteilung leisten. Mit der engen Einbindung in die europäischen Forschungsprogramme können unsere KMU von internationalen Netzwerken profitieren, was sie übrigens auch ausgiebig tun. Nur nebenbei möchte ich erwähnen, dass mit dem Schengen-Abkommen, das mit der Personenfreizügigkeit ebenfalls verknüpft ist, auch der Tourismus in der Schweiz einen Aufschwung genommen hat. Dieser hat der Branche über die schwierige Phase der Frankenstärke sicher auch hinweggeholfen. Für die Exportnation Schweiz sind die Bilateralen also eine Erfolgsgeschichte. Sie kommen nicht nur der MEM-Industrie, den Medtech-Firmen, Käsereien oder Hoteliers zugute, indirekt profitieren Zehntausende von Zulieferern im ganzen Land. So schaffen wir Wohlstand für alle. Seit der Einführung der Bilateralen ist der Reallohn im Schnitt um 0,7% pro Jahr gewachsen. Zum Vergleich, in den 10 Jahren davor waren es magere 0,2% pro Jahr. Zudem wurden mehr Arbeitsplätze für Einheimische geschaffen. Die Erwerbstätigenquote aller 15- bis 64-Jährigen lag 2019 bei rekordverdächtigen 81%. Die Begrenzungsinitiative verlangt vom Bundesrat nun 2 Dinge. Erstens soll er die Personenfreizügigkeit im Einvernehmen mit der EU innerhalb der Jahresfrist beenden. Das hat sich bereits nach dem knappen Ja zur Masseneinwanderungsinitiative als unmöglich herausgestellt. Deshalb wird die Regierung zweitens das Abkommen und somit das ganze Paket der Bilateralen 1 zwingend kündigen müssen. Darum sollte die Vorlage ehrlicherweise Kündigungsinitiative und nicht Begrenzungsinitiative genannt werden. Es gibt derzeit viele Vorschläge, wie unsere Wirtschaft, die unter der Corona-Krise leidet, wieder auf Kurs gebracht und Schweizer Arbeitsplätze erhalten werden können. In der Wirtschaft sind sich alle einig, ob Klein- oder Grossunternehmen, ob Dienstleistung, Industrie oder Gewerbe. Eine Kündigung der Bilateralen und ein zerrüttetes Verhältnis zu unserem wichtigsten Handelspartner wäre das Verantwortungsloseste, das wir jetzt tun könnten. Ich danke Ihnen. Merci. Monsieur Wüttrich. Vielen Dank, Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Auftritt der 4 nationalen Dachverbände der Sozialpartner mit Frau Bundesrätin Keller-Sutter zeigt, wie wichtig die bilateralen Verträge mit der Europäischen Union für die Schweiz sind. Und ich glaube auch, es ist eine starke Antwort auf den Angriff der SVP auf die Sozialpartnerschaft Ende Januar 2018. Die Schweiz braucht geordnete Beziehungen mit ihren Nachbarländern und wichtigsten Handelspartnern. Sie sind zentral für den Wirtschaftsstandort Schweiz. Wir haben es jetzt heute Morgen schon mehrfach gehört. Dank ihnen stieg die Anzahl Arbeitsplätze in den letzten Jahren kontinuierlich auf über 5 Millionen. Die Erwerbsquote haben Sie vorhin eben auch gerade gehört. Die Corona-Krise hat jetzt zu einem Einbruch geführt. Während dieser Krise konnten viele Menschen mit Corona-EO und der Kurzarbeitsentschädigung Sicherheit gegeben werden. Trotzdem machen sich angesichts der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage viele Arbeitnehmende Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Für Travail Suisse ist es deshalb wichtig, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufzuzeigen, dass die Schweiz die Krise mit den bilateralen Verträgen besser und vor allem rascher überwinden kann. Kündigen wir die Personenfreizügigkeit und damit die bilateralen Verträge, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein Teil der betroffenen Arbeitsplätze ins Ausland verschoben wird und damit die Arbeitslosigkeit verschärft bzw. verlängert würde. Gemäß den aktuellen Wirtschaftsprognosen kann davon ausgegangen werden, dass sich die Situation auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt innerhalb 1 oder 2 Jahren wieder erholen wird. Bei einem Wegfall der bilateralen Verträge muss die Schweiz indes damit rechnen, dass der konjunkturelle Abschwung in eine strukturelle Krise übergeht und der Schweiz eine länger andauernde Phase hoher Arbeitslosigkeit bevorstehen wird. Dieses Experiment, auch ich benenne es als Experiment, ist alles andere als im Interesse der Arbeitnehmenden in der Schweiz. Es wäre Arbeitnehmenden unfreundlich. Für die Arbeitnehmenden wäre die Situation noch explosiver,
weil mit dem Wegfall der Personenfreizügigkeit auch der Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen hinfällig würde. Die flankierenden Massnahmen garantieren nämlich, dass in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlt werden und Schweizer Arbeitsbedingungen gelten. Mit der Stellenmeldepflicht, den Standortbestimmungen für Arbeitnehmende ab 40 Jahren und den vom Parlament soeben beschlossenen Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose konnten zudem noch weitere Instrumente zur gerechteren Verteilung der Wohlstandsrendite eingeführt werden. Das zeigt, die Schweiz kann souverän und über eigenständige Lösungen für bevorstehende Probleme entscheiden. Avec les mesures d'accompagnement, le marché du travail suisse n'a jamais été aussi bien contrôlé qu'aujourd'hui. Et ces contrôles sont constamment améliorés. Le dernier rapport du SECO a montré une fois de plus qu'il s'agit d'instruments extrêmement efficaces pour détecter le dumping salarial. Ils rendent le marché du travail plus transparent et contribuent ainsi à prévenir la sous-enchère des salaires et des conditions de travail. Wichtig zu erwähnen, nicht nur die Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeitnehmenden werden nämlich kontrolliert oder nur jene in einem GAV. Nein, alle Arbeitnehmenden in der Schweiz profitieren von dieser Kontrolle. In Zukunft wird dieser Schutz wichtiger denn je. Mit einem Nein zur Kündigungsinitiative kann gerade in den kommenden schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten, in welchen der Druck auf die Löhne und Arbeitsbedingungen steigen wird, dank den bewährten Kontrollen weiterhin wirksam gegen die Verwilderung der Arbeitsbedingungen vorgegangen werden. Travail Suisse lehnt deshalb die Kündigungsinitiative und damit die verbundene Opferung der flankierenden Massnahmen entschieden ab. Vielen Dank. Merci. Je vous propose de passer à vos questions. Idéalement, vous pouvez dire à quelle personne elles s'adressent. Et si ce n'est pas possible, on choisira nous-mêmes. Je vous en prie, oui. Ich hätte eine Frage an Frau Bundesrätin Keller-Sutter. Sie haben jetzt heute Morgen viel mit Corona argumentiert, keine Zeit für Experimente. Bei der SVP, wenn man nachliest, hört man auch viel das Argument Corona. Die SVP sagt, mit der Begrenzung der Zuwanderung könnte man Arbeitsplätze sogar sichern in der nächsten Zeit. Was sagen Sie zu diesem Argument? Ja, ich versuche gerne, die Frage zu beantworten. Ich habe nicht primär mit Corona argumentiert. Ich habe einfach gesagt, jetzt beim Ausstieg aus dieser Krise, die wir ja wirtschaftlich und sozial auch noch bewältigen müssen, ist es eben wichtig, dass man die Personenfreizügigkeit und damit die bilateralen und den Marktzugang bewahren kann, aber unabhängig von Corona. Unabhängig von Corona wäre dies wichtig. Aber es ist natürlich schon etwas eigenartig, wenn wir jetzt 15 Milliarden in Notkredite für das Überleben der Unternehmen investieren, wenn wir dann auf der anderen Seite sagen, ja gut, aber der Zugang zum EU-Binnenmarkt und die Freizügigkeit, ja gut, lassen wir das jetzt mal, oder? Also es ist natürlich, ich habe es vorher gesagt, wir sind jetzt, wir haben Lockerungsschritte beschlossen, aber die Lockerungsschritte, die beinhalten eigentlich die Rücknahme der Covid-Verordnung, also mehr Freiheiten wieder. Aber jetzt geht es darum, dass wir auch die wirtschaftliche Situation bewältigen und jetzt hier zusätzlich noch ein Risiko zu nehmen. Das habe ich gesagt, wäre schwierig. Und ich glaube, Herr Wüttrich hat es jetzt vorher gut erklärt. Wir sind zwar in einer Rezession, wir wissen nicht, wie sich die wirtschaftliche Lage genau entwickeln wird, wie schnell sie sich erholen wird. Aber eines ist sicher, wenn man diese Krise verschärfen will, dann kappen wir den Marktzugang unserer Unternehmen zum EU-Binnenmarkt. 50% unserer Exporte gehen in die EU. Oder wenn Sie Corona angesprochen haben, wenn ich das Corona-Argument nehme, meine jetzt, wenn wir die wirtschaftliche Situation in der Schweiz anschauen, geht 50% auf das Konto des Auslandes. Also wir sind darauf angewiesen, dass sich das Ausland erholt, weil wir eben dermaßen exportorientiert sind. Und da ist es mit oder ohne Corona kein gutes Rezept für die Schweiz, wenn wir diesen bilateralen Weg hier gefährden.
Merci. Alors, une question là devant. Oui. Una domanda anche alla consigliera federale. Lei ha citato l'importanza di 4.000 persone che lavorano nel settore sociosanitario in Ticino. Chiaramente gli iniziativisti guardano ad altre cifre. Ci sono 67.000 frontalieri al giorno. Adesso attraverso la crisi del coronavirus probabilmente anche la disoccupazione aumenta fortemente. Come convincere i ticinesi a votare no a questa iniziativa? Io penso che rinunciare alla via bilaterale per la Svizzera è una minaccia per tutta la Svizzera, anche per il Ticino. Ich glaube, der Bundesrat hat die spezielle Situation des Tessins immer gesehen. Aber letztlich muss man sagen, dass offensichtlich die Tessiner Wirtschaft auch gut funktioniert hat, weil sonst diese Arbeitskräfte aus dem Ausland nicht rekrutiert wurden. Es war aber auch wichtig, gleichzeitig immer diese Marktöffnung mit flankierenden Maßnahmen zu begleiten. Ci sono, penso, 17 contratti normali in Ticino per proteggere anche la manodopera della Svizzera. Das war auch sehr wichtig. Und wissen Sie, wenn man jetzt einfach sagt, ja gut, das Tessin hat spezielle Probleme, einverstanden. Aber wenn man diese Probleme lösen will, indem man sagt, man setzt den bilateralen Weg aufs Spiel für die ganze Schweiz, dann leidet am Schluss auch das Tessin und auch das Tessin wird mehr Arbeitslosigkeit haben, weil eben dieser Zugang zum Binnenmarkt nicht mehr gewährleistet wäre, wenn wir denn die Personenfreizügigkeit kündigen sollten. Aber wichtig ist auch, dass wir eben den Lohnschutz gleichzeitig, dass der Bundesrat auch immer zum Lohnschutz gestanden ist. Und ich habe es vorher gesagt, wir haben ja dieses Paket vor einem Jahr, haben die Sozialpartner erarbeitet. Es ist jetzt in der Umsetzung, wir haben nur über die Überbrückungsleistung gesprochen, aber in der aktuellen BFI-Botschaft, also Bildung, Forschung und Innovation, hat es auch Maßnahmen drin zur Stärkung der einheimischen Arbeitskräfte. Merci. Alors, une question devant, ici. Ich habe eine Frage, ich weiß nicht, wer sie beantworten will, aber Sie, Herr Wüthrich, haben gesagt, man würde sich in eine strukturelle Krise begeben und dann haben Sie jetzt, Frau Bundesrätin, betont oder einfach das nochmals unterstrichen, aber gibt es eigentlich Berechnungen, was passieren würde, wenn die Schweiz Ja sagen würde zu dieser Initiative? Weiß man, dass das Brutto, dass das BIP dann um so und so viel sinken würde oder sind das einfach, wie soll ich mal sagen, ist das einfach Angstmacherei? Also ich kann Ihnen sagen, dass es, Herr Washington, eine Studie gibt im Auftrag des SECO aus dem Jahr 2015 und dort wurde gesagt, der größte wirtschaftliche Effekt der 7 bilateralen Abkommen hat das Personenfreizügigkeitsabkommen. Ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber es gibt aufgrund dieser Berechnung oder dieser Studie eine Zahl, in welcher Größenordnung das Bruttoinlandprodukt sinken würde. Aber das ist ja nicht, wenn Sie Zahlen sind, das eine. Aber das andere ist die Frage der Rechtssicherheit. Investiert ein Unternehmen an einem Standort, wenn Sie wissen, Sie haben keinen Marktzugang mehr? Oder wie orientieren Sie sich, auch übrigens die KMU, könnte Herr Bigler vielleicht noch etwas sagen, oder? Weil wenn Sie, wir haben ja auch eine breite Zuliefererkette zwischen Kleinstbetrieben, mittleren Betrieben, größeren Betrieben und am Schluss wird exportiert. Und ich glaube, dass einfach, wenn man hier diesen Marktzugang kappen würde oder bei 50% Exporten in diesen Raum, dann wird es einfach schwierig, weil Sie können nicht davon ausgehen, dass Sie dann über Nacht eine neue Lösung haben. Oder nach dem EWR-Nein hat es jetzt 7 Jahre gedauert, damals, bis man eine neue Lösung gefunden hat. Ich sage nicht, es gibt keine Lösung, es gibt immer eine Lösung, findet immer etwas. Die Frage ist einfach, ist es zugunsten der Volkswirtschaft Schweiz oder ist es nicht zugunsten der Volkswirtschaft Schweiz? Aber ich kann Ihnen die Zahl noch gut nachliefern, weil Sie
ist in den Unterlagen irgendwo aufgeführt, Bruttoinlandprodukt. Gerade nachliefern bei Bedarf. Also gemäß diesem Bericht, den Bundesrätin Keller-Sutter gerade genannt hat, also im Auftrag des SECO, würde die wirtschaftliche Leistung der Schweiz, so Bruttoinlandprodukt, in weniger als 20 Jahren 5 bis 7% tiefer liegen als bei einem Fortbestehen der bilateralen 1. Kumuliert über diesen Zeitraum entspricht dies 460 bis 630 Milliarden Franken, je nach Szenario. Also da sind verschiedene Szenarien untersucht worden. Vielleicht noch gerne eine Ergänzung geben. Nehmen Sie bitte auch zur Kenntnis, ein Drittel aller KMU exportiert mehr als 50% des Umsatzes. Es ist also nicht so, dass primär KMU nur Zulieferanten wären, sondern es gibt eine ganz direkte Betroffenheit. Ich kann etwas sagen. Die Bertelsmann Stiftung hat ja 2019 mal untersucht, welches Land am meisten vom Binnenmarkt eigentlich profitiert. Und das ist ja ironischerweise nicht ein Land, das Teil der EU ist, sondern die Schweiz. Also man hat auch ausgerechnet, wie stark sich das quasi auf das Pro-Kopf-Einkommen auswirkt. Und da liegt die Schweiz deutlich vor den anderen Staaten. Also ich glaube, es ist an und für sich erwiesen, dass die Schweiz hier profitiert. Es geht ja nicht darum, wie viel es zurückgeht. Wir wollen den Wohlstand in unserem Land mehren und nicht reduzieren. Ich glaube, das ist wirklich das Thema. Monsieur Maillard, Corona, ce qui est intéressant, c'est qu'avant la crise, du côté des initiants, on admettait au fond assez qu'on voulait freiner un peu l'expansion économique de la Suisse. C'était l'argumentation contre cette Suisse à 10 millions d'habitants, contre cette activité trop grande. L'idée que la fin de la libre circulation et la fin des accords bilatéraux allaient freiner l'expansion économique était même assumée par les initiants. Et puis maintenant que la crise est là et que nous avons plus d'un million et demi de travailleurs qui doivent retrouver leur travail parce qu'ils sont au chômage technique, alors l'idée de freiner l'activité économique est évidemment moins évidente à argumenter. J'aimerais dire qu'à long terme, il y a un élément qu'il ne faut quand même jamais oublier. J'ai été ministre de la Santé pendant 15 ans et j'avais un calcul qui toujours m'interpellait. Nous avions environ 55 000 personnes de 75 ans et plus dans mon canton, c'est-à-dire en gros un demi-million pour la Suisse. Dans un quart de siècle, nous aurons deux fois plus de personnes de 75 ans et plus. Pour la Suisse, ça veut dire plus d'un million de gens de 75 ans et plus. Ajoutez à cela ceux qui sont entre 65 et 75, ça fait un autre million. 2 millions de personnes entre 65 et davantage. 2 millions de jeunes de moins de 20 ans, ça fait 4 millions qui ont besoin des autres pour vivre. Combien il faut de travailleurs pour faire vivre ces 4 millions de personnes? Est-ce qu'il en faut davantage ou est-ce qu'il en faut moins? C'est ça la grande question, la grande question du futur. Et dans ce sens-là, nous sommes, je crois, en désaccord sur plusieurs sujets, mais nous sommes d'accord sur quelque chose, c'est que nous avons besoin d'une économie qui crée des places de travail. Parce que nous sommes dans une situation démographique où nous avons besoin, si on veut éviter de remettre 4 ou 5 personnes dans les chambres des Altersheim ou des EMS, j'ai passé 15 ans à supprimer les chambres de 4 lits dans les EMS pour arriver à des chambres de 1 lit ou 2 lits. J'aimerais bien qu'on n'ait pas besoin de faire le chemin inverse dans les 20 prochaines années parce que nous n'avons plus les ressources pour assumer la prise en charge de toutes et tous comme ils le méritent. C'est ça aussi qui est en jeu derrière cette histoire. Et il faut admettre donc que nous avons besoin d'une économie qui crée des places de travail. Et c'est, je crois, le sens de la stratégie qui a été suivie par le passé. En même temps qu'elle crée des places de travail, il faut cet accompagnement social, cette régulation du marché du travail, quelques progrès sociaux, comme on a pu les concrétiser récemment avec la rente bon, avec la prestation transitoire. Merci. Une question tout derrière? Eine Frage an die Bundesrätin. Frau Keller-Sutter, der Zugang zum Binnenmarkt, den Sie jetzt betont haben, ist ja auch gefährdet, wenn es kein institutionelles Abkommen gibt, weil damit der bilaterale Weg in Frage gestellt wird. Inwiefern ist denn ein Nein zu dieser Initiative auch ein Ja zu einem Rahmenabkommen, zu einem institutionellen Abkommen? Ja, Herr Fellmann, ich denke, die beiden Themen muss man auseinanderhalten. Ich meine, wenn es zur Kündigung der Freizügigkeit und zum Wegfall des bilateralen Wegs
kommt, natürlich dann gibt es kein Rahmenabkommen. Sie können kein Dach bauen über ein Haus, das es gar nicht mehr gibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass wenn es ein Nein gibt hier, die andere Frage, das wissen Sie, es gibt drei offene Fragen, die noch geklärt werden müssen, zu den staatlichen Beihilfen, zum Lohnschutz und auch zur Unionsbürgerrichtlinie. Und der Bundesrat hat ja nicht unterzeichnet, weil diese Fragen unbefriedigend geklärt sind, gelöst sind. Und er möchte hier mit der Europäischen Union eine Klärung herbeiführen. Und nur wenn das gelingt, gelingt es auch, dass wir mit einem mehrheitsfähigen Abkommen überhaupt ins Parlament gehen können. Aber Sie haben recht, dass natürlich die Erneuerung des bilateralen Weges dereinst mutmaßlich von einem solchen institutionellen Rahmenabkommen abhängen wird. Aber es ist dann auch nicht so, dass, wenn das nicht käme, von einem Tag auf den anderen der bilaterale Weg wegbricht. Aber er bricht hier innerhalb relativ kurzer Zeit weg, wenn es zu einem Ja käme zu dieser Begrenzungsinitiative. Frau Keller-Sutter, hat sich der Bundesrat schon Gedanken darüber gemacht, wie er im Falle eines Ja zur Initiative der EU gegenübertreten würde? Oder anders gefragt, gibt es einen Plan W für den Worst Case? Ja, diese Frage wurde mir mit Plan B und jetzt W schon einmal gestellt. Also ich meine, dann müsste man versuchen, eine Einigung zu finden innerhalb eines Jahres. Also das würde bedeuten, man müsste der EU eigentlich klar machen, dass sie auf einen ihrer Grundpfeiler verzichtet, oder die vier Freiheiten, und dass die Schweiz dann dabei bleiben könnte beim bilateralen Weg. Ich glaube, das wäre dann, also man muss ja zuerst sehen, das ist der Weg, den die Initiative vorgibt. Und wir müssen dann diesen Weg beschreiten. Und ich habe einfach immer gesagt, eine realistische Einschätzung zeigt einfach, dass es relativ schwierig ist, die Europäische Union davon zu überzeugen, dass man einen Vertrag aus einem Konstrukt herauslösen will, das automatisch miteinander verbunden ist und das zudem noch ein Grundpfeiler der EU darstellt. Und ich glaube, wir wären in einer Situation am Schluss, wenn man jetzt das kündigen würde, wie damals 1992, einfach noch etwas schlimmer. Weil damals hatten wir ja nicht eine Situation, dass wir etwas aufgegeben haben. Wir konnten etwas nicht machen, was der Bundesrat damals wollte. Aber jetzt würden wir hinter den Status quo zurücktreten und eine geregelte Beziehung aufgeben. Und wie man die dann regeln würde, das wäre dann ja, eine Sache von Verhandlungen mit der EU, außer man sei der Meinung, man müsse die Beziehung nicht regeln. Könne das einfach so laufen lassen, aber auch die Briten sind ja nicht dieser Meinung. Auch die Briten, die austreten aus der EU oder ausgetreten sind, also noch nicht ganz, versuchen ja ein Verhandlungsergebnis zu erreichen. Aber man muss einfach sehen, dass unsere Volkswirtschaft, ich glaube, Herr Vogt hat das klar gesagt, ist enger verbunden mit dem Binnenmarkt als gewisse Mitgliedsländer der Europäischen Union und auch als beispielsweise die Briten. Oder dass die Herausforderung wäre dann schon noch eine andere, wäre schon noch schwieriger. Noch eine Question ici. Ja, bis jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist der Tourismus. Inwiefern würde der Tourismus belastet mit dem Wegfall der Personenfreizügigkeit? Die Schweiz kann ja, wie wir jetzt in der Corona-Krise auch gesehen haben, ja eigenständig entscheiden, wen sie reinlässt und wen nicht. Ja, das ist so. Oder der Tourismus wird natürlich vor allem über Schengen, über die Schengen-Visa und den freien Zutritt geregelt. Ich habe es angetönt vorhin in meinem Votum, dass natürlich oder die Konzeption der Personenfreizügigkeit ist die, dass die EU sagt, zu Arbeitszwecken soll man frei reisen können, man soll sich frei bewegen können. Aber aus Ausgleichsmaßnahme hat man dann Schengen entwickelt, damit eben trotzdem noch Personenkontrollen stattfinden können im rückwärtigen Raum, nicht auf der Grenze. In der Schweiz ist es, weil wir keine Zollunion haben, doch noch auf der Grenze. Und
Wenn natürlich die Personenfreizügigkeit fällt, dann wird es auch relativ schwierig werden, Schengen und Dublin aufrechtzuerhalten. Und hier gibt es eine Studie, hier habe ich die Zahl im Kopf, die sagt, dass der volkswirtschaftliche Schaden bis 11 Milliarden Franken sein könnte. Wir haben schon vor einem Jahr, als wir die Abstimmung hatten, über die Waffenrichtlinie darüber diskutiert, weil natürlich dann der Zutritt für die Touristen schwieriger würde. Aber Ihr Hinweis, dass eben Schengen nicht einfach ein Freipass ist und eine offene Grenze, ist wichtig, weil wir konnten tatsächlich ja jetzt Personenkontrollen wieder einführen. Wir konnten die Einreise beschränken. Aber das zeigt, dass man doch noch eine gewisse Autonomie hat. Aber wenn wir nicht mehr dabei wären, wären wir auch beim Schengen-Visum nicht dabei. Und das war damals bei der Abstimmung über Schengen ein wichtiges Argument, weil diese Touristengruppen, die jetzt ja nicht kommen, aus Indien oder China oder woher auch immer, die ja in 2 Tagen 10 Länder bereisen, wie auch immer, die sparen natürlich dann das Land aus, das nicht vom Schengen-Visum erfasst ist. Une question pour Monsieur Maillard et Focht, qui sont assis l'un à côté de l'autre dans une unité rare. Une des raisons du oui de 2014 à l'initiative sur l'immigration de masse, c'est l'impression dans une partie de la population que l'accord sur la libre circulation des personnes n'a pas juste servi à engager des spécialistes qu'on ne trouverait pas chez nous, mais plutôt des personnes plus jeunes et éventuellement au meilleur marché que les personnes qu'on pourrait trouver sur le marché intérieur. Est-ce que c'est une appréciation que vous pensez être en partie vraie, en tout cas qui était peut-être vraie en 2014, et est-ce que, si c'était le cas, est-ce que cela s'est amélioré depuis? Ja, ich glaube, der Bundesrat hat ja jetzt über die letzten Jahre auch aus dieser Stimmung in der Bevölkerung, also aus der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative zweimal, ich sage, konstruktiv in den Markt eingegriffen. Ich denke, wir konnten relativ elegant die Masseneinwanderungsinitiative umsetzen mit der Stellenmeldepflicht, die ich auch gut finde, die auch Sinn macht in gewissen Branchen, wo sie eine höhere Arbeitslosigkeit haben. Und ich glaube auch dieses Paket zur Förderung des inländischen Fachkräftepotenzials, von dem ja quasi jetzt nur noch diese Überbrückungsleistung herausgestrichen wurde, das ist natürlich nicht so, sondern das Paket besteht aus verschiedenen Maßnahmen und ich denke, wir haben hier ein gutes Paket geschnürt, es geht zum Case Management geht und es ist natürlich so, dass es auch mit dieser Überbrückungsleistung, die jetzt so im Parlament, ich sage jetzt mal, portioniert wurde, damit auch die Arbeitgeber gut damit leben können, ist, dass sie keine Fehlanreize bietet. Und dass sie sicherstellt, dass es wirklich einfach die Leute davon profitieren, die ein Problem haben. Und ich betreue ja selber immer parallel zu dem, was ich mache, ältere Mitarbeitende bei der Stellensuche. Und es ist einfach so, es gibt einfach Leute, wo ich auch sagen muss, es wird schwierig. Und zwar nicht, weil wir die nicht anstellen wollen, sondern weil einfach irgendwie komische Lebensläufe oder andere Themen, die dann vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun haben, hineinspielen. Und ich finde es auch als Arbeitgeber selber, dass wir auch diese Verantwortung wahrnehmen sollten. Jemand, der 30, 40 Jahre gearbeitet hat, den kann man nicht einfach in die Sozialhilfe abschieben. Das ist meine persönliche Meinung und darum habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass wir diese Überbrückungsleistung in der Form, wie wir sie jetzt haben, zustimmen. Ich bin auch froh, dass das Parlament hier noch etwas die Rahmenbedingungen verändert hat, damit es jetzt wirklich nicht zu einem Missbrauch kommt. Merci. Je peux confirmer que d'abord, il y a quelques évidences. D'abord, il y a plus de places de travail en Suisse qu'avant l'accord sur la libre circulation, nettement plus. L'économie suisse a créé des dizaines de milliers de places de travail chaque année. Donc ça, c'est une évidence. Donc évidemment, c'est ce que les syndicats peuvent souhaiter, c'est qu'il y ait assez d'offres de travail pour nos jeunes, pour ceux qui cherchent du travail. Mais la deuxième évidence, c'est que la concurrence, évidemment, sur ce marché du travail, s'est aussi renforcée. Et quand une concurrence se renforce, ceux qui ont les plus grandes fragilités ont un peu plus de difficultés, c'est évident. Ils en auraient probablement tout autant sans la création de ces volumes de places de travail qui ont pu être réalisés. Et quand il y a des fragilités, il faut pouvoir les aborder. Et c'est ça qu'on a essayé de faire dans cette campagne. Fondamentalement, c'est évident que les accords bilatéraux ont permis de renforcer la position des salariés
en Suisse, parce qu'il y a plus de travail offert. Nous avons pu mieux contrôler les salaires. Les bas salaires se sont améliorés, mieux que dans la plupart des pays européens. C'est pourquoi nous tenons aux mesures d'accompagnement. Mais nous savions que nous avions, pour les travailleurs qui ont travaillé 40, 45 ans, une difficulté. C'est évident que même si l'initiative passait, cette difficulté subsisterait. Elle serait probablement encore plus grande. Mais il fallait apporter une réponse pour cette difficulté-là. Et c'est ce qu'on a réussi à négocier avec cette prestation transitoire qui va pas toucher qui touchera quelques milliers de personnes par année, mais qui va apporter à tous ceux qui approchent de la fin de leur carrière une sécurité, celle que si jamais ça tourne mal, ils pourront éviter l'assistance publique, l'aide sociale, d'une part, et ils pourront préserver une partie de ce qu'ils ont gagné, une partie importante de ce qu'ils ont gagné tout au long de leur vie. Et ça, c'est vraiment une sécurité qui va toucher des dizaines de milliers de gens. Moi, je pense que nous connaissons presque tous des gens qui approchent de 50, 55 ans et qui craignent de ne pas arriver jusqu'à l'âge AVS. Cette crainte, elle est probablement surestimée, mais elle existe. Et avec cette solution-là, on apporte une réponse concrète à cette crainte. Et c'est aussi ça, ce qu'on veut essayer de cultiver, c'est que si l'activité économique se développe bien, qu'on on s'occupe aussi des plus fragiles, sur le marché du travail, par des mesures concrètes. Alors évidemment, on doit négocier, ce n'est pas toujours le maximum de ce qu'on voulait, mais on arrive au moins à faire des progrès. C'est aussi ça qu'on vit dans le partenariat social, dans les conventions collectives. C'est pour ça que ce n'est pas très étonnant qu'on a des moments où on se confronte, et puis il y a des moments où on signe un accord et on vient ensemble le défendre. Madame Keller-Sutter, vous voulez compléter? Si, monsieur Nevin, vous ne m'avez pas adressé la question, mais je voudrais peut-être quand même ajouter quelque chose. Il y a quand même une différence qui soit déjà aujourd'hui par rapport à 2014, parce que cette image-là, vous ne l'avez pas vue en 2014. Hein? Les partenaires sociaux étaient divisés. Vous vous rappelez, il y a eu des revendications de la part des syndicats vis-à-vis de... pour combattre cette initiative. Et puis, il y avait encore le protocole de la Croatie qui se dessinait aussi sur l'horizon, vous vous souvenez. Alors, il y a eu vraiment un conflit. Il y avait une différence vraiment quand même qui était assez grande. Et puis, on l'a vu aussi dans les journaux. On en a beaucoup parlé. Il y avait les revendications des syndicats d'une part et puis d'autre part, les employeurs qui étaient contre, qui ne voulaient rien donner, pour ainsi dire. Il n'y avait donc pas... On ne s'est pas battu ensemble. Hein. Il n'y avait pas un front commun contre cette initiative sur l'immigration de masse. Et vous l'avez à juste titre remarqué, c'est qu'à cette époque-là, en 2014, ce sont... Les hommes, je crois, partir à peu près ou entre 50 et 60 ans, 55, 60 ans, qui se sentaient un peu, ou pas privilégiés en tout cas, qui ont finalement décidé cette initiative. Et vous voyez, entre-temps, quand même, le Conseil fédéral admet, il a toujours admis qu'il fallait des mesures d'accompagnement, mais le Conseil fédéral admet aussi que la libre circulation, c'est un modèle de concurrence sur le marché du travail. Il y a une concurrence accrue. Ça veut dire que de l'autre côté, il faut aussi des mesures d'accompagnement. Voyez, si vous regardez d'autres États, je ne veux pas les nommer, mais il y a quand même des clivages sociaux dans certains États qui nous entourent. Et je crois que la Suisse a réussi justement à éviter ces clivages sociaux, d'une part parce que nous avons un système de formation professionnelle qui est excellent. Parce qu'en Suisse, vous avez la possibilité de faire une formation professionnelle qui vaut quelque chose. Vous pouvez travailler. Et vous pouvez aussi accéder à une formation même universitaire. Et puis d'autre part, nous avons pris ces mesures d'accompagnement pour justement protéger aussi la main-d'œuvre indigène. Et je crois que nous avons développé maintenant ce système, nous sommes réunis, et je crois que ceci change par rapport à 2014. Et puis encore un troisième point, c'est que cette fois, la question, elle est directement posée, hein. Cette fois, c'est vraiment la résiliation de la libre circulation, alors qu'avec l'initiative sur l'immigration de masse, c'était une question indirecte. Maintenant, la question, elle est directe. Merci. Monsieur Wüthrich, vous vouliez ajouter quelque chose? Ich glaube, eine Ergänzung. Ich möchte der Frau Bundesrätin nicht widersprechen, aber ich glaube, man kann sagen, die Sozialpartner sind immer hinter den bilateralen Verträgen gestanden. Was 2014, 13, 14 wahrscheinlich der Fall war, wie Sie es gesagt haben, war die Problembewusstsein war nicht gleich.
Wir haben immer von unseren Gewerkschaftsmitgliedern gehört, dass es Probleme gibt auf dem Arbeitsmarkt. Wir haben die adressiert. Wir haben sie jetzt auch 5-mal gemacht an Konferenzen, gemeinsamen Konferenzen mit dem Bundesrat zu den älteren Arbeitnehmenden. Da haben wir jedes Jahr aufgezeigt, wo die Probleme liegen. Ich bin froh, dass wir jetzt ein gemeinsames Problembewusstsein schaffen konnten und dass wir gemeinsame Lösungen jetzt finden können, weil das zeigt, die Schweiz kann eigenständige Lösungen finden für Probleme, die es gibt. Wir haben jetzt die Probleme, versuchen sie zu lösen mit einem ganzen Paket, das eben beginnt bei den Standortbestimmungen für Leute ab 40, damit sie arbeitsmarktfähig bleiben können und dann mit am Schluss, wie wir es gehört haben, mit der Überbrückungsleistung. Das ist ein ganzes Paket, das sehr wichtig ist, um diesen Problemen, auch den Befürchtungen, die es gibt von den Leuten auf dem Arbeitsmarkt, von unseren Mitgliedern, dass wir die adressieren können. Das ist jetzt, haben wir jetzt erreicht, weil wir konnten jetzt in diesem ganzen Jahr über das mit unseren Mitgliedern diskutieren und aufzeigen, dass das derjenige Weg ist, der erfolgreich ist für die Schweiz und eben am Schluss auch für die Arbeitnehmenden. Merci. Vous avez une question ici devant, oui. Oui, Madame la conseillère fédérale, comment se présente votre campagne personnelle après le coronavirus? Est-ce que vous allez vous rendre au Tessin ou bien est-ce que vous considérez ce canton comme perdu? Non, le Tessin n'est jamais une cause perdue. Hein. Non, mais on est en train maintenant de dresser l'agenda, de voir ce qu'on fait, enfin ce que moi je fais comme conseillère fédérale qui suis en charge de dossier, mais d'ailleurs aussi les autres collègues, hein, parce que ce n'est pas une votation qui est seulement dans les mains d'un département. Je trouve, bien sûr, moi je suis responsable pour le sujet, mais il y a aussi d'autres conseillers fédéraux qui vont s'engager, M. Cassis, par exemple, aussi, il va certainement être présent au Tessin aussi, M. Berset en Suisse romande. Alors, on verra, on est en train maintenant, parce que c'était un peu difficile de planifier, parce qu'on ne savait pas quelles étaient les décisions que le Conseil fédéral allait prendre concernant aussi les manifestations. Alors, on ne savait pas exactement comment la chose allait se présenter, mais il y a des demandes maintenant pour des manifestations que, bien sûr, je vais faire aussi. Merci. Ich glaube, ich habe immer ein bisschen das Problem, dass der Kanton Tessin so quasi als Opfer dargestellt wird. Der Kanton Tessin ist der Kanton in der Schweiz, der neben dem Kanton Waadt in den letzten 10 Jahren die größte relative wirtschaftliche Entwicklung gemacht hat. Positiv, oder? Und da hat die Zuwanderung, die Frontalieri, haben dazu beigetragen. Das wäre nicht ohne die passiert. Und ich denke, das wird immer viel zu wenig herausgestrichen, sondern es ist immer speziell und schwierig und weiß nicht was. Das ist sicher so, aber man hat auch davon profitiert. Und ich denke, das darf man auch mal positiv erwähnen. Voilà, je vous propose qu'on prenne peut-être encore 2 questions, s'il n'y a pas d'autres questions vraiment très urgentes. Alors, une derrière. Eine Frage noch an die Arbeitgeber. Die Gewerkschaften argumentieren ja jetzt, man müsse Nein sagen zu dieser Initiative, um die Arbeitsmarktregulierung, den Lohnschutz zu retten. Haben Sie denn vor, den Arbeitsmarkt zu deregulieren, wenn diese Initiative angenommen würde? Diese Maßnahmen fallen ja nicht einfach automatisch weg. Nein, ich glaube, das ist für uns im Moment auch nicht die Frage, sondern es geht darum, wir haben immer gesagt, wenn wir diese bilateralen Verträge haben, dann müssen wir den Schweizer Arbeitsmarkt regulieren. Wir Arbeitgeber wollen, dass in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlt werden. Wir wollen hier kein Wildwesten, sondern wir wollen wirklich sicherstellen, dass das in der Schweiz auch funktioniert und dass die Akzeptanz in der Bevölkerung auch da ist. Bundesrätin hat es gesagt, ja, der Plan B ist eigentlich vorgegeben von der Initiative. Also wenn das so wäre und die Initiative angenommen würde, ja, dann müsste man schrittweise vorgehen. Wir haben keine konkreten Pläne, wie es aussieht, weil wir wollen uns eigentlich grundsätzlich mit diesem Szenario auch gar nicht auseinandersetzen, weil das wäre der Supergau für das Land. Das muss man einfach schlicht und ergreifend sehen. Es gibt hier keine konkreten Pläne oder Überlegungen im Moment, die wir uns zu dem Thema gemacht haben. Ich habe in meinen Ausführungen klar darauf hingewiesen, wenn die Initiative angenommen würde, dann gehen schlicht und ergreifend Arbeitsplätze verloren. Ich habe es Ihnen gesagt, 1/3 aller KMU exportiert mehr als 50% des Umsatzes ins Ausland. Das bedeutet, der Marktzugang
In dem Binnenmarkt Europa wird eingeschränkt werden, es fallen Umsätze weg und das heißt, es werden Arbeitsplätze gestrichen. Insofern stellt sich hier nicht die Frage, ob man dann das Arbeitsrecht der Regulierung würde, sondern man muss den Tatsachen ins Auge sehen. Es heißt einfach, dass wir Arbeitsplätze verlieren und Herr Wüthrich hat darauf hingewiesen, wir würden die aktuelle Krise verschärfen. Monsieur Maillard, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, juridiquement, effectivement, il y a un lien juridique entre le dispositif des mesures d'accompagnement et l'accord sur la libre circulation des personnes. Donc, juridiquement, si l'accord sur la libre circulation des personnes est dénoncé, les mesures d'accompagnement doivent être refondées juridiquement. Alors, évidemment, on se battra pour qu'elles le soient et on espère bien qu'on aura des partenaires, mais disons, on doit les reconquérir. La première conséquence juridique, c'est qu'il n'y a plus de base juridique pour ces mesures d'accompagnement. Il y aura aussi plus de base juridique pour bien d'autres choses. Pour engager quelqu'un de l'Union européenne, il faudra recréer une base légale. Donc, juridiquement, c'est clair, mais politiquement, évidemment, on a bon espoir de sauver ce qu'on pourra, mais on n'aimerait pas être dans cette situation parce que quand on a quelque chose, comme vous le savez, il vaut mieux le garder et puis ensuite construire là-dessus pour développer. Kann ich noch ergänzen, oder? Die flankierenden Maßnahmen basieren natürlich auf der Freizügigkeit und der Entsenderichtlinie. Und wenn das nicht mehr in Kraft ist, dann gibt es eigentlich keinen Sinn, in dieser Konfiguration eine Regelung aufrechtzuerhalten. Die Frage wäre dann, wenn man jetzt ein eigenständiges, Anführungs- und Schlusszeichen, Zuwanderungssystem entwickeln würde. Also wenn man eben, wie das gewollt ist, aus anderen Kontinenten auch Arbeitskräfte rekrutieren würde. Ja, das würden sich ja die gleichen Fragen an sich stellen. Wie das dann genau möglich wäre und ob das möglich wäre, dort einen neuen Weg zu finden, das müsste man dann anschauen. Aber die aktuelle rechtliche Situation ist gekoppelt an die Entsenderichtlinie. Es geht ja um die entsendeten Arbeitskräfte, die kontrolliert werden. Das ist ja eigentlich, werden ja nicht einfach alle Arbeitskräfte in der Schweiz kontrolliert, sondern die entsendet werden, diese 90 Tage. Monsieur Maillard, vous aviez un complément? Un complément, parce que on est là au cœur du sujet, n'est-ce pas? Les initiants disent qu'il faut que l'économie puisse recruter tous ceux dont elle a besoin. Alors, la question, c'est comment on définit le besoin? Si on protège le marché du travail et qu'on garantit un minimum salarial, forcément, on met une limite à ce besoin. C'est-à-dire qu'on va recruter des gens qui ne sont pas engagés parce qu'on peut les payer moins cher que cette limite. Et si on abolit cette limite, alors on aura encore plus de risques d'aller chercher des forces de travail. La protection des salaires est probablement la meilleure régulation de l'immigration. Si vous n'avez pas de limite de plancher salarial ou de plancher sur les conditions de travail, vous élargissez le sentiment, disons, d'avoir besoin de forces de travail qui viennent parce qu'on peut les payer moins cher. Et c'est ça le paradoxe de cette initiative. Elle prétend lutter contre l'immigration, mais elle attaque le meilleur régulateur de l'immigration que nous ayons pu développer. Ja, blöd Question. Vielleicht noch ein Gedanke. Oder man sieht ja diese Lohnschutzmaßnahmen immer, sage ich jetzt einseitig, auf der Seite der Arbeitnehmenden. Aber es gibt natürlich auch das Gewerbe. Und wenn der Gewerbeverband jeweils für diese flankierenden Maßnahmen ja einsteht, dann hat es damit zu tun, dass man eben gleich einen fairen Wettbewerb will. Jetzt manchmal sagt man ja gut, das ist einfach Protektionismus, das ist ein Lohnkartell, oder das liest man zeitweise, aber auf der anderen Seite ist es eben ein unlauterer Wettbewerb, wenn Betriebe in der Schweiz zu ganz anderen Lohnbedingungen arbeiten können. Das muss man natürlich schon sagen. In der Schweiz würde man sofort nach dem Kartellrecht schreien, oder wenn die Arbeitsbedingungen respektive die Lohnbedingungen so unterschiedlich wären. Und deshalb ist auch der Gewerbeverband ja immer hier, oder das Gewerbe hat sich immer für auch diesen, weil es eben um die entsendeten Arbeitnehmer und die Scheinselbstständigen und so geht, dafür eingesetzt, dass die flankierenden Maßnahmen bleiben. Und ich muss Ihnen sagen,
Sie wissen ja, ich bin eine liberal denkende Bundesrätin, aber man, glaube ich, wenn man in den letzten Jahren die Entwicklungen verfolgt hat, etwas wie sich die Globalisierung entwickelt hat, die internationale Wirtschaft entwickelt hat, dann glaube ich, kann man dieses System des internationalen Handels und des freien Marktzuganges nur dann aufrechterhalten in einem direktdemokratischen System, wenn man auf der anderen Seite auch bereit ist, gewisse soziale Maßnahmen zu treffen, um Ungleichheiten zu vermeiden. Ich habe es vorher ausgeführt, oder? Es gibt Staaten um uns herum, die haben ganz andere soziale Ungleichheiten und Spannungen. Ich sage nicht, das sei jetzt einfach wegen der Freizügigkeit, aber vielleicht auch. Und in einem direktdemokratischen System sind wir darauf angewiesen, dass das Volk auch in Zukunft vielleicht Steuerreformen oder einfach Fragen beantwortet, Freihandelsfragen und so weiter, wo man eben auch eine Antwort auf diese sozialen Fragen geben muss. Und zu diesem Ergebnis kann man auch als, sage jetzt, liberale Politikerin kommen mit den Jahren. Sage ich es jetzt einmal so. Très bien. Je vous propose de conclure ici cette conférence de presse. Merci pour votre attention.